Hänzlers schnelle Nummer. Kurzer, schneller Hinweis an dieser Stelle. Ab sofort natürlich erhältlich das Hänzlers schnelle Nummer Kochbuch bei Amazon, Thalia und bei deinem Buchhändler des Vertrauens. Heute aber gucke ich mal dieses Buch rein und sage, kochen wir es aus diesem Buch? Nein, aber was wir heute machen, ist ein wunderbarer Burrito mit scharf gebratenem Thunfisch, Kidneybohnen, Avocado. Das wird ein Fest. Los geht's. Arriba! Wir fangen mit dem Thunfisch an. Wir haben hier ein wunderbares Stück. Das schneiden wir in grobe Würfel. Ja. Und lassen wir jetzt nicht ganz roh, wie man es vermuten könnte, sondern das Ganze wird angebraten. Zusammen jetzt hier mit den Kidneybohnen. Wichtig dabei ist, dass die Pfanne richtig, richtig heiß ist. Ja, Pfanne ist heiß. Kidneybohnen und Thunfisch in die Pfanne. Und oben drauf direkt ist hier unser Hänzlers schnell nochmal Gewürzmix. Wenn ihr nicht habt, Paprikapulver, Chilipulver. Ihr braucht jetzt Sachen, die richtig Geschmack haben. Und jetzt kurz und knackig, höchstens eine Minute. Der Thunfisch soll schon noch in der Mitte ein bisschen roh bleiben, soll aber die Röstaromen kriegen von unserem Gewürz. Jetzt eine Minute um. Raus. Ich zeige euch das mal ganz kurz auch. Hier nehmen wir ein Stück mit, damit ihr es auch seht. So muss das aussehen, dass es in der Mitte wirklich noch roh ist. Jetzt als nächstes rote Zwiebel. Und wenn sie so glitschig ist, einfach von Unterseite ein Stück abschneiden. Dann liegt sie besser. Jetzt feine Scheiben runterschneiden. Koriander grob hacken. Tomaten in Scheiben schneiden. Bevor ich mein Messer in die Avocado ramme, werde ich es noch kurz einmal schärfen. Übrigens gibt es bald auf shop.steffenhänzler.de. Gucken wir mal. Ja, guck es hier an. So, und auch da schneiden wir jetzt einfach Spalten mit Schale runter. Und dann macht er einfach hier. Und das schneidet dann auch in Würfel. Jetzt kommt noch ein bisschen Limettensaft dran. Ja. Das ist schön. Jetzt ein bisschen würzen. Gewürzsalz, diese Pfeffer. Den Gewürzmix hatten wir schon dran. Das Ganze ein bisschen vermengen. Das sieht gut aus. Jetzt mal hier, guck mal hier, ne? Kleiner Trick. Kann man machen, muss man nicht. Finde ich aber ganz geil. Ihr nehmt Tortilla-Chips, crunch die einfach ein bisschen an und nimmt eine kleine Menge mit in die Masse. Weil wenn ihr dann in diesen Burrito reinbeißt, hat man innen drin so einen geilen Crunch. Und jetzt geht's ans Füllen. Jetzt Creme Fraiche, mittlere Spur, einmal verteilen. Wichtig ist bis oben hin, ne? Weil da beißen wir auch gleich ab. Und jetzt kommt unser Mix. Kenia-Bohnen, die roten Zwiebeln. Auch der Geruch von den Gewürzen und so, das ist echt geil. Leichte Säure, ja, ein bisschen Zwiebeln noch dazu. So, jetzt folgendermaßen. Jetzt von der Seite. Einmal so ein bisschen anschlagen oder umschlagen vielmehr. Jetzt klappt ihr hier unten hoch und dann rollt ihr das Ganze. Oh, wir haben was vergessen. Ha, ha. Guck mal hier, Digga. Hast nichts gesagt, ne? Hast nichts gesagt. Ich war so fasziniert von deiner Einrollkunst. Ja, dann ist gut. Bisschen Käse noch oben drauf. Das muss sein. Guck mal, ich fast vergessen. Aber da, ey, das sind die Kleinigkeiten, die das Ding nachher ausmachen. So, jetzt wieder das Gleiche, ne? Umschlagen. Ihr könnt die Tortilla natürlich vorher auch schön warm machen. Habe ich auch gemacht. Jetzt hier unten, dann rollt ihr das Ganze ein. So, dann wollen hier oben. Da kann man auch so ein bisschen auffüllen. Ne? Jetzt, ich bin auch so ein Creme Fraiche freier, muss ich sagen. Oben drauf. Gucken wir mal. Geil. Weil der Thunfisch geht so durch. Oh, leicht verschlucker. Der Thunfisch kommt so durch. Geil, auch die Bohne. Ich liebe ja Creme Fraiche, Koriander. Boah, richtig, richtig gut. Geiler Burrito. Arriba, Anderle, Anderle. Hier ist die Einkaufsliste für Burrito mit Thunfisch, Avocado und Bohnen. Ihr braucht für zwei Personen 4 Tortilla-Fladen, 200 Gramm Thunfisch, 4 Esslöffel Creme Fraiche, eine halbe rote Zwiebel, ein Bund Koriander. Wenn ihr jetzt sagt, Koriander, man kann natürlich auch Minze nehmen, Petersilie, aber eigentlich mit Koriander schmeckt es wirklich am besten. 2 Tomaten, unser Hänzlers schnell Nummer Gewürzmix. Wenn ihr nicht habt,
nimmt er einfach eine Handvoll Chili-Pulver oder geräuchertes Paprikapulver beim Anbraten. Nicht eine Handvoll, sondern ein bisschen, ne? Eine Handvoll Nachos braucht ihr nämlich, eine Avocado, eine Limette, eine kleine Dose Kidneybohnen und ein bisschen Käse drüber. Wir haben heute Cheddar genommen. Ich wünsche euch guten Appetit. Noch mehr Rezepte findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de und natürlich auf unserem YouTube-Channel. Viel Spaß!